Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Final Fantasy 16. Ja, in der letzten Folge haben wir gegen Gauda gekämpft, beziehungsweise Benedikta, die sich in Gauda verwandelt hat. Hi, wie geht's, wie steht's? Und ja, wir haben uns in Ifrit verwandelt. Wir haben voll den ganzen Wald in Brand gesteckt und zerstört. Und ja, da war ziemlich episch und so, ne? Und ja, danach haben wir noch Geth gesucht, der uns so einen kleinen Tipp gegeben habe, wo wir den Dominus des Feuers finden, ne? Auch wenn uns das jetzt herzlich wenig interessiert, weil wir herausgefunden haben, dass wir in Wirklichkeit diese Feueresper sind, die unseren Bruder getötet hat, welcher aber anscheinend noch am Leben ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also ja, ist gerade ziemlich krass, ziemlich verwirrend, ne? Aber ich sag, was ich gefunden habe. Da, guck mal, da ist Mogri. Cool, ne? Und ja, wir müssen zu Jill, weil Jill ist wieder aufgewacht hier, unsere Freundin von vor, weiß nicht, von unserer Kindheit, die auch der Dominus von Shiva ist. Und ja, da gehen wir mal hin, aber erstmal muss ich mit dir reden. Sogar einen Mogri gibt es hier. Gedacht, dass ich hier ein Zugesicht, ich glaube, sie wollte irgendwas über Mogri sagen gerade. Ich habe wohl einen echten Glückspilz vor mir, Kupo. In den Büchern, die mein Vater mir als Kind gegeben hatte, stand, dass Mogris tief in den Wäldern verborgen leben. Das ist natürlich was dran. Aber ich, Nektar der Furchtlose, bin kein gewöhnlicher Mogri, Kupo. Nektar heißt du also. Ich bin Clive. Was? Du kannst mich einfach verstehen, Kupo? Scheint so. Endlich, Kupo. Seit dem Wind mich hergeweht hat, habe ich mit dem Mund für sich geredet, aber keinen begreift, was ich sagen will, Kupo. Es ist keine Ahnung. In der Tat ziemlich frustrierend. Viel zu schnell weg. Aber jetzt, wo du da bist, wird alles gut, Kupo. Endlich habe ich einen Zuhörer gefunden, Kupo. Zuhörer. So. Das ist ein kleines Geheimnis, ja, Kupo. So, ich hatte irgendwie so gedacht, da kommt jetzt irgendwie was so nebenquestmäßig und so, ne, aber anscheinend nicht, ne? Aber gerade von Nebenquests sprechen, ne, immer noch nichts aufgetan, ne? Ich glaube, die sind nur ein Gerücht. Na gut, gehen wir zur Jill, ne? Guck mal, wie es dir so geht, ne? Und ob die uns überhaupt wiedererkennt und so, ne? Und dann, ja, sehen wir mal. Ich dachte, er zückt gerade sein Schwert, um sie abschlachten zu wollen. Ja. Clive. Du lebst. Und du auch. Ich kann es kaum glauben. Fühlst du dich besser? Taya hat mir alles erzählt. Ohne dich wäre ich tot. Ich habe dich erst nicht erkannt. Fast hätte ich. Wie kam es, dass du für sie gekämpft hast, Jill? Für die Eisernen. An jenem Tag, kurz nachdem das Phönixtor gefallen war, fielen sie ein. Rosaria war ohne Führung. In dem Chaos haben die Eisernen unsere Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Die Männer getötet und die Frauen gefangen. Sie brachten euch nach Eisenholm. Ich hatte gehofft, dass sie uns rasch erlösen. Doch ein Ende blieb mir verwehrt. Meine Kräfte erwachten und alles kam anders. Es ging alles so schnell. Uns hat man von einem gefangenen Dominus erzählt, den die Eisernen im Krieg einsetzen wollten.
Ich stand vor der Wahl. Entweder ziehe ich für sie in die Schlacht oder schicke die Gefangenen in den Tod. Und uns nennen sie Monster. Was? Ups. Erzähl es mir, Clive. Was ist mit Joshua passiert? Ich war es. Ich habe ihn getötet. Nein, das kann nicht sein. Dazu wärst du niemals fähig. Es ist wahr. Sie ist wieder in mir erwacht. Kürzlich erst. Die zweite Esper des Feuers. Sie ist es gewesen. Clive. Wenn ich an die Nacht zurückdenke. Da war ein Mann. Er sprach zu mir. Ich dachte, da wusste der schon. Ich dachte, er wusste ja die ganze Zeit. Deswegen hat er ihn ja gesucht. Damit. Clive, lass uns zurückgehen zum Phönixtor. Ich will die Wahrheit herausfinden. Du doch auch. Willst du keine Gewissheit? Und wenn es tatsächlich wahr ist und du es wirklich getan hast, erfährst du es nicht allein. Jill, ich... In Ordnung. Aber erst musst du dich umziehen. Darf ich bitten, Eure Lordschaft? Wir wollen eure Sinne nicht überreizen. Oh, sofort. Oh, sie muss sich umziehen. Ich dachte, ich kriege jetzt endlich meine... Wir sehen uns nachher, Clive. Ich dachte, ich kriege jetzt endlich mal meine coole rote Jacke. Oder was auch immer. Wir haben eine lange Reise vor uns. Ich komme, sobald ich mich angezogen habe, Clive. Mein Gott, mir ist gerade im Geschäft aufgefallen, ne? Wir bekommen ja, so wie es ausschaut, die ganzen Fähigkeiten der Esper, ne? Ich habe so das Gefühl, irgendwann bekommen wir Ramu, weil Cid sich irgendwie opfern muss, ne? Bei ihnen scheint es ja sehr irgendwie nicht gut zu gehen, ne? Deswegen macht er irgendwann einen hier auf einen von, wie heißt nochmal der Typ hier von JoJo's Bizarre Adventure 1 hier, Zeppeli, Mr. Zeppeli, ne? Oh, nimm mein restliches Hammon. Jonathan. Ne? Irgendwie sowas wird wahrscheinlich passieren, ne? Und dann gibt er uns irgendwie die Kraft von Ramu, damit wir Ramu benutzen können, ne? So, und ja. Jill ist ja auch Dominus, ne? Von Shiva. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Oh Gott, ich glaube nicht, dass er ein gutes Ende hier abgeben wird. So, ich habe gesehen, hier ist ein neues... neue Nebenquest, ne? Endlich mal. Mehrere sogar. Okay, muss ich schon wieder Essen verteilen? Ah, Clive. Hast du dich gut eingelebt? Ich gewöhne mich langsam dran. Das freut mich zu hören. Ich hatte gehofft, dich dazu überreden zu können, mir wieder behilflich zu sein. Natürlich wirst du für deine Arbeit belohnt. Ist dir wohl üblich, wie ich bemerkt habe. Wir wollen besser sein als die, denen wir dienten. Nun, zur eigentlichen Aufgabe. Ich brauche ein paar helfende Hände, um einigen Gefährten ihre wohlverdiente Mahlzeit zu bringen. Schon wieder? 3 Mahlzeiten für 3 emsige Gesellen. Was sagst du? Ich krieg nichts an Erfahrungspunkten oder irgendwie so. Boah. Ich helfe doch gerne. Ich helfe gern. Wunderbar. Ich helfe gern. Die 3 tummeln sich hier im Versteck und haben sicherlich schon sehr großen Hunger.
Du findest einen beim Eingang, einen im Quartier und der dritte bewacht den Kerker. Danke nochmals, Clive. Cool. Dann machen wir das mal kurz. So, einer ist direkt hier. Oder auch nicht. Ist alles so weit weg. Am Eingang hat er gesagt. Ja, am Eingang. Na dann mal los. Ah. Ich dachte, das wäre für den Chocobo. Oh, ist vielleicht für den Chocobo. Das duftet aber lecker. Ist das für mich? Ist es. Grüße aus der Küche. Herzhafte Mahlzeit. Oh. Hier, hau rein, Alter. Diese Vögel sind sehr bedürftig. Sie nehmen es mir übel, wenn ich mich zum Chocomoppel verdrücke. Du musst viel zu tun haben. Ach, ich habe nie meine Ruhe. Dann kriegen wir hier einen Chocobo. Das Beste, wenn ich hier esse, auch so wie ich nach Stall stinke. Da vergeht noch allen der Appetit. Und für meine Lieblinge hier ist mir selbst die Zeit zum Waschen und Anziehen zu schade. Also, danke fürs Essen. Und richte Kenneth meine Grüße aus. Wer ist Kenneth? Ja, wer ist das? Ja, ich weiß, der hier von der Bar, nehme ich an, ne? Ich tue doch nur so. Ja, was geht? So schnell zurück? Lust auf ein weiteres Nickerchen da drin? Das ist ja also freundlich, ne? Er meinte, du hast Hunger. Hier, eine herzhafte Mahlzeit. Nur für dich. Kannst ja den Kollegen da hinter dir geben. Mein Magen knurrt so laut, da würden selbst Karls Reis ausnehmen. Der Dienst hier unten ist sicher nicht einfach. Nein, aber manche Leute müssen eingesperrt werden und jemand muss auf sie aufpassen. Dank mir können andere ruhig schlafen und darauf bin ich ziemlich stolz. Bleib in Zukunft auf der richtigen Seite der Gitterstäbe, hörst du? Ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht, ey. Außer hier einen ganzen Brand. Ganzen Wald in Brand zu setzen, ne? Aus irgendeinem Grund war ich nackt. Wer auch immer dafür verantwortlich war, den verklage ich. Könnt ihr doch nicht machen, ey. Oh, Hütchen. Was gäbe ich nicht für ein paar Mickelbeeren? So, hier. Kann ich dir helfen? Kenneth schickt mich. Schöne Grüße von Kenneth. Steche ich den Typen einfach. Wunderbar. Hast du gehört? Unser Essen ist hier. Hast du immer noch keinen Appetit? Ist er krank? Ich fürchte ja. Diejenigen, die nicht mehr die volle Aufmerksamkeit eines Heilers benötigen, können sich hier ausruhen. Ich betreue die, die sich nicht selbst versorgen können, wodurch mir wenig Zeit für andere Dinge bleibt. Aber zum Glück kann ich mich auf Kenneth verlassen. Ohne die Hilfe von guten Menschen wie ihm und dir wäre ich verloren. Dankeschön. Na, ich hab's doch gern. Alle sein. Zurück zu Kenneth. Alles klar. Aus dem Weg, Hühnchen! Es sind ein halbes Dutzend, vielleicht auch mehr. Okay. Hey, na klar, wie geht's, wie steht's? Einfach zu wenige, um jeder Spur nachzugehen. So, Belohnung bitte. Ah, da bist du ja. Fertig? Wunderbar. Wunderbar. Hier, deine Belohnung. Wie vereinbart. Kann ich jetzt wieder eine Truhe öffnen? Nein? Oh, okay. Es ist wirklich besonders hier. Jeder hat seinen Platz. Darauf sind wir stolz, glaub mir. Aber es freut mich, das von dir zu hören. Natürlich hast auch du deinen Platz, wie du gerade gekonnt bewiesen hast. Und du wirst hier immer einen Platz haben, wenn du es wünschst. Danke für deine Worte. Nichts zu danken. Jeder von uns würde das bestätigen. In unsere kleine Gemeinschaft wirst du sicher noch viel einbringen. Warum hätte sich das an, als würde irgendwie so Gänsefüße machen? Du wirst hier noch viel einbringen. Ja, ich habe tatsächlich irgendwas bekommen. Warum sagt mir das nicht? Giltkäfer. Ah. Da habe ich schon mal einen bekommen, ne? Habe ich, glaube ich, immer noch. Ich glaube, die kann man verkaufen, ne? Aber ich bin mir nicht sicher.
Okay, dann gehen wir mal da. Aus dem Weg, Hütchen! Aus dem Weg, Hütchen! Aus dem Weg, wer auch immer du bist. Hey, Neuling! Ich brauche Hilfe! Und ich helfe doch gerne. Meine Assistentin! Sie holt Bodenproben. Nur hätte sie längst zurück sein sollen. Es ist nicht auszudenken, was alles geschehen sein könnte. Bitte, ich flehe dich an. Siehst du bitte nach? Ich halte das nicht aus. Ist gut. Ist gut. Ich gehe. Meinen Dank. Wirklich. Das wirst du nicht bereuen. Glaub mir. Wo soll ich denn suchen? Du wirst es nicht bereuen. Guldrons Hof. Er liegt am Rande von Kielbrück. Aber ich muss gerade nach draußen. Für eine begleitete Trägerin ist es gefährlich. Doch der Boden ist sensationell. Ich muss gerade nach draußen dafür. Du musst dich beeilen. Es könnte schon zu spät sein. Keine Angst, Alter. Ich mache das so schnell wie möglich, wenn ich hier vor ihm stehe. Verschränkten Arm so. Ich bin schon so gut wie unterwegs. So, okay, das ist mal cool. Hier. Gut, dann gehen wir mal dahin. Ich habe gewundert, ob wir irgendwann so Quests bekommen, wo wir irgendwie noch draußen gehen müssen, ne? Würde irgendwie Sinn machen. So, und dahin ist es schon. So, was ist dieser Ort? Kommt mir gar nicht bekannt vor. Ach, ist das der Ort, wo wir ja nachts waren? Das klingt nach Ärger. Ja, geht na. Erledige die Spinnen. Da ist mein Hund aus irgendeinem Grund. Das war nicht mein. Stimmt, an den Ort waren wir ja nur nachts, ne? Oh, da liegt was Schönes. Ah, da kann ich nicht hin. Ich im Kampf drin bin. Ah, ich wollte gerade sagen, flawless victory. Aber geht noch weiter. Komm her. Normalen Gegner sind super einfach, ne? Sobald ich gegen die Miniboss oder Bosse kämpfe, ne? Da geht's wieder ab. Oh Mann. Spinnen erlegt. Ja, das ist immer voll einfach, ne? So normalen Gegner, aber alles andere immer. Bist du verletzt? Dank dir zum Glück nur leicht. Hey. Ich habe dich im Versteck gesehen. Du bist neu, oder? Ich heiße Clive. Und ich Martell. Aber was machst du hier? Dich suchen. Das hier ist eine gefährliche Gegend. Habe ich gemerkt. Aber irgendwer muss die Proben ja sammeln. Dann übernehme ich das für dich. Und du kehrst schon mal zurück. Nur müsstest du mir sagen, was genau du brauchst. Das würdest du für mich tun? Nach dem Schrecken eben sage ich ganz sicher nicht nein. Die Erde, die wir brauchen, ist sehr dunkel. Sie riecht markant und ist feuchter. Aha. Riecht also markant. Gut. Geh und beeil dich. Bohumil ist so besorgt, dass er sonst selbst nach dir suchen geht. Ach komm, das glaube ich nicht. Aber ich bin schon weg. Danke. Na gut. Also dann fühle ich mal im Boden herum. Oh, alles klar. Markant riechende feuchte Erde. Alles mit hier. Aber wird schon das Richtige sein. Da steht auch noch jemand.
Wer bist denn du? Hallo? Okay. Einfach nur irgendjemand. Das sollte reichen. Zurück damit zum Versteck. Sollte das reichen? Okay. Da liegt aber noch was Schönes. Und ich nehme an, wenn man irgendwie so gerne so einige Male rumläuft, dann findet man bestimmt auch irgendwie noch so einige Sachen, ne? Aber ja. Guck mal, vielleicht sind ja noch mal Gegner. Ich weiß es nicht. Wir sind Leute am rumlaufen, von daher glaube ich jetzt nicht, dass hier Monster rumlaufen. Ne? Also vielleicht jetzt hier für diese Quest. Scheint nicht der Fall zu sein. Was denn? Ist irgendwann am Rennen. Ja, gesehen? Egal, weiter. Da kann ich auch direkt mal checken, ne? Sonst scheint hier nirgendwo was zu sein, ne? Ne, okay. Ja, hier steht auch. Da sieht man auch die Ausrufezeichen, ne? Schon bin ich wieder da. Okay, ich habe deine Erde, deine feuchte Erde. Was denn, Milchhühnchen? Oh, Hühnchen. Da bist du ja. Und? Hast du sie gefunden? Keine Ahnung. Nimm das einfach mal. Ja, da steht sie doch. Nicht sie? Die Erde. Hast du welche? Mein Gott, Clive. Ja. Hier. Darum ging es die ganze Zeit. Großartig. Als Martell mit leeren Händen ankam, war ich schockiert. Doch jetzt, kann ich endlich... Alter, was für ein Drecksack. Zunächst kommt die Messung. Ich muss genau wissen, wie viel Äther jede Probe enthält. Und dann kann ich... Es ging dir nur um die Proben? Es ging nicht um mich. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das Einzige, was ihn interessiert, ist die Forschung. Aber... Ist nicht tragisch. So ist er eben. Und ihm haben wir zu verdanken, dass er überhaupt was wächst. Dafür sind wir ihm dankbar. Aber du solltest entschädigt werden. Sicher hat er dir nichts gegeben, oder? Oh, hier. Ich weiß, es ist nicht viel, aber besser als nichts. Was habe ich aus seinem Portemonnaie geklaut? Kannst du haben. Ich würde dir gerne auch Obst geben, aber es schmeckt noch nicht so gut. Also, falls du warten kannst, bis wir etwas Vorzeigbares haben, darfst du zuerst. Aber soll ich denn dann wissen, ob es schmeckt, wenn ich der Erste bin? Ich neuer Versuchskaninchen. So, mehr Zeug zum Waffenhochleveln, was ich wahrscheinlich nicht machen werde, weil... Sobald ich meine Sachen auflevel, kommt schon wieder neue Sachen zu verkaufen, ne? Und dann, ja, habe schon wieder Geld verschwendet. Materialien, ne? Und deswegen ist Upgrade in den Rollenspielen nicht so cool. Entschuldigung, Hühnchen. So. Wie geht's hier weiter? Was willst du hier? Boah. Mich verabschieden. Wir gehen. Gute Entscheidung. Besser als da draußen begraben zu liegen. Du hast dieser Frau viel zu verdanken, Junge. Ich weiß. Glaub mir. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Hab neue Ware, die du dir mal ansehen solltest. Da, ich habe da letztens jetzt ein neues Schwert gekauft. Geierschwert. Ja. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich kann die Leute hier nicht leiden, irgendwie. Meine Güte, sind die alle... Sind ja alle voll unfreundlich, ja. Na nun, geh schon. Und viel Glück. Ich sollte mich noch bei Gerf bedanken. Ach guck mal, wie mein Schwert jetzt aussieht. Cool. Na, ich nehme an, Jill kommt dann später, ne? Hey, Gerf. Du willst uns also echt verlassen? Wir haben noch etwas in Rosaria zu erledigen.
kommen wohl Erinnerungen hoch. Hm? Rosaria ist nicht mehr, was es war, Clive, seit die Kaiserlichen die Macht übernommen haben. Bei Schwierigkeiten besucht ihr am besten Marthas Rast und fragt nach der Wirtin. Eine alte Verbündete. Sagt, ihr kommt von Sid und sie wird euch helfen. Verstanden. Danke, Gav. Was täte ich ohne dich? Ach, ist doch nicht der Rede wert. Sowas versteht sich von selbst. Pass auf dich auf, hörst du? Oh, ich kann sowas nicht. Wo ist Sid, wenn man ihn braucht? Grüß ihn von mir, wenn er zurück ist. Werd ich. Nice. Danke fürs Warten. Jay mit bereit, neuen Klamotten. Lady. Bereit. Hat sich also doch so ein bisschen recht. Wir scharen so alle Dominos irgendwie so um uns. So ein bisschen, ne? Zed, sie. Okay, Garuda haben wir erledigt, aber ja. Hätte auch anders kommen können, ne? Cool. Na, dann mal weiter. Drellingsschilf. Steigendes Grundwasser hat den einst fruchtbaren Ackerboden in ein sumpfiges Paradies für Egel und Molche verwandelt. Da machen wir die alle platt und beanspruchen dieses Land für uns. So läuft das doch, ne? Ah, endlich mal eine schöne Szenerie. Rosaria. Ganze 13 Jahre. Aber die Luft und der Duft der Wiesen haben sich nicht verändert. Du warst auch nie wieder hier? Ich konnte nicht. In der kaiserlichen Armee mussten wir Träger füreinander bürgen. Ich hätte nicht nur mein Leben riskiert. Raus durfte ich nur auf Befehl. Verstehe. Aber ich hatte auch Angst. Angst zurückzukommen. Ich weiß. Aber nicht mehr. Dank dir. Kaiserliche Provinz, Rosaria. Die Rückkehr. Ist klar. Das auf dem Hügel muss Marthas Rast sein. Die Wirtin ist wohl eingeweiht. Auf alle Gäste wird das nicht zutreffen. Mein Brandmal könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Falls jemand fragt, ich bin ein Trägersoldat. Und beschütze meine edle Herrin auf ihrer Reise. Alles klar. Wie macht man das nochmal? Na, irgendwie kann ich nur Torgal hier. Das ist nie ein gutes Zeichen, ne? Fotomodus. Ein weibliches Gruppenmitglied, wo gibt es das denn? Final Fantasy 15, undenkbar. Da gibt es nur eine Bromance. Junge, was für ein Funskerl. Kein Wunder, dass die Kaiserlichen so viel kosten. Start nicht auf meinen Hintern, Leute. So, da sehe ich was. Kann man bekämpfen? Großhorn. Hey, den Namen kennt man.
Oh, ich habe keine Heiltränke. Der ist ja riesig. Einsicht, Skorpione. Also jetzt Eis ein, ne? Ja. Und da kann man auch was. Kannst du mal auf ihn, kann man mal auf ihn drauf bleiben? War schon immer so. So. Was haben wir gemacht? Ich glaube, Jella gerade irgendwann auf mich gezaubert. Au! Da sind mehrere Gegner. Kommt eher noch einmal her. Hätte einfach an den vorbeilaufen können, ne? Aber nein. Ich liebe diesen Angriff so sehr, den muss ich unbedingt aufleveln. Ey. Da habe ich alles, weil ich habe auf den Rauch, ey. Da kann man auf einmal los. Auf ihn drauf gesprungen. Und da war er tot. So, schwarzes Blut. Da wird schon für irgendwas wichtig sein und so, ne? So, langsam bräuchte ich aber mal ein paar Heiltränke und so, ne? Aber zu weit weg. Eigentlich auf den rein stechen, aber dann hat sie so einen angefangen gesetzt. In die Fresse. In die Fresse. Na, ich wollte auf. Genau wie wir den Tales aufspielen, ne? Sobald man das Kampfspiel ja, sobald man das Kampfsystem ja gecheckt hat, ne? Und ich einfach nur random ja Button mashen ist, hat so viel Bock. Nicht sehr gut. So, das ist auch eine Nebenquest, sehe ich gerade. Da ist auch noch irgendwas. Hä? Machen wir es kurz. Ja. Meiner. Was ist meiner? Meiner. Meiner. Stört euch nicht daran, Joel, okay. Komm, was hier? Gegner? Oh, ich glaube, die hätten mich nicht angegriffen. Es tut mir leid. Aber ihr seid Erfahrungspunkte wandelnde. So,
Oh, das hier sieht verdächtig aus. Oh, ein Heiltrank, sehr gut. Warte, warte, warte. Zack. Und ein Tritt zum nächsten Level. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich brauche. Ich brauche irgendwie eine Menge Punkte für ich will diesen einen Phönix-Angriff hier lernen, wo wir uns irgendwie heilen können. Ich glaube, da könnte auf Dauer sehr nützlich sein, ne? Also Heilung im Kampf wäre natürlich nicht schlecht, so gratis Heilung. Aber jetzt haben wir nur Heiltränke, die uns mal wieder ausgehen können, ne? Ich habe mir natürlich auch welche kaufen können, ne? Wäre vielleicht die klügere Lösung für all das hier, aber ja. Ich bin immer gierig, ne? Ja, meistens kriegt man ja auch immer welche, ne? Na, finde ich hier irgendwo einen, ne? Und ich kann ihn nicht aufnehmen, weil ich voll bin, ne? Aquädukt ist nie fertig geworden. Nach der Tragödie am Phönix-Tor hatte man wohl andere Sorgen. Und zwei Feuer-Espern. So, eine Menge Reißzähne hier. Oh, da ist ein fucking, den habe ich schon letztens gekämpft. Au! Sack! Nein, nicht dich! Dich! Nein, nicht dich! Die anderen Charaktere aber immer schön auf die anderen Leute losgehen, ne? Oh, oh. Oh, ich dachte, wir holen noch mal aus. Oh ja, den Angriff. Huh. Sag. Au. Ich wollte eigentlich ausweichen da noch. Und da ist eine Schatzruhe. Also war es das doch wert. Ich kriege hier nur Upgrade-Materialien. Also was ich irgendwie nicht vorhab, irgendwie zu machen. Ne? Aber egal. Erfahrungspunkte und so. Ne?
Burings da auch, ne? Und ihr wart schon die nächste Nebenmission, sehe ich gerade. Richtig groß, das Video. Wow, ich bin gar nicht gesprungen. Hey, komm und hilf mir mal. Okay. Du da, kannst du mir hier mal kurz zur Hand gehen? Ich kann ja auch zu Fuß gehen. Ein verdammter Träger. Und ich dachte, ich hätte Glück im Unglück. Egal, lieber ein Bruchstück als gar kein Kristall, sag ich. So. Aber ich ungern den Träger eines anderen benutze. Aber wir sind doch Träger da, ne? Um hey, Arbeit zu machen, oder? Kannst du mich hören? Du sollst helfen. Diese blöden Vögel haben meinen Wagen umgeworfen, weil sie an die Ladung wollten. Töte sie. Du töten Vogel. Aber ich kann hier jetzt auf keinen Fall weg. Könntest du das vielleicht schnell zu Marthas Rast bringen? Es eilt wirklich sehr. Schön. Toll. Schön. Gute Einstellung. Also, hier. Gib es nur dem Stallmeister und niemandem sonst. Er schuldet mir etwas dafür. Wenn du es bekommen hast, gib es deinem Herrn als Dank von mir. Jetzt aber los. Und keine Umwege, hast du mich verstanden? Na. Sie starren einander. Kann man den nicht einfach töten? Dann wäre das Problem erledigt. Dann essen wir schön. Schokobo-Stütze. Was angeblich ein Gericht ist in Final Fantasy Spielen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Donnermuschelschale. Oh, da sind Bienen. Boah, da sind Bienen. Kann ich nicht ranziehen? Ja. Ich glaube, ich mir alle einzeln vor. Ja, boah. Dieser Angriff ist so geil, ne? Alle möglichen Leute in einer Richtung. Boah, hast du gesehen, wie ich den ausgewichen bin? What? Okay. Ich glaube, sie hat einige die erledigt. Ich kann schweine, waren da gerade noch eine Menge Gegner. Alter, hast du gewusst, dass da in der Nähe ein paar Bienen gewesen sind? Ey, muss aufpassen, Kollege. Oh, schau dir diese graziösen Antilopen an. Stirb. Stirb. Diese armen Geschöpfe. Ich warte nur, Jill irgendwann so sagt, so, Alter, musst du diese Viecher hier töten? Das ist echt notwendig, aber wir tun langsam unsere Heiltränke hier wieder aufstocken. Finde ich gut. Ja, finde ich gut, dass das Spiel so pseudo Open World ein bisschen hat, ne? So ein bisschen Erkundung hier, die man machen kann. So, reit euch mal alle bitte schön hier hin, ne? Ja, boom, boom. Dann stecke ich auf dich ein. Und die anderen sind schon wieder aufgestanden. Verdammt. Ich wünschte, ich hätte irgendwie so einen anderen Angriff hier für Dreieck. Ich finde den Angriff nicht so dolle hier. Wenn man so nach oben in die Luft geht. Und einen neuen lernen, ne? Lass mal schauen. Ich kann ja noch einen anderen Angriff hier lernen, ne? Mach einen Satz rückwärts und stimme gleich darauf für einen Konterattacke nach vorne. Oh, ich könnte auch für den ja sparen, ne? Dauert halt so ein bisschen. Ich werde den eventuell benutzen, ne? Im Vergleich zu. Mal schauen. Wir müssen ein bisschen sparen mit unseren Punkten. So. Ja, du. Jetzt so in Nebenquest
Folge. Pff. Bin voll in ihn reingerollt. Ich denke, dieses Spiel immer. Warte, da wollte ich gar nicht. Wollte, ja. Nein, zu spät. Weil manchmal ist das halt so, ne, auch wenn du irgendwie am Rollen, wenn du am Rollen bist, du bist halt unverwundbar, ne? Auch wenn du irgendwie im Visier von dem Gegner bist, normalerweise, ne? Gott. Ist er damit verlängern? Nee, ne? Ich habe schon mal gesagt, dass das Kampfsystem in diesem Spiel voll Bock macht. Na, ah, ich bin doch ausgewichen. Ja, da ist auch eine Truhe, glaube ich. So, auf die Knie. Weg da, Torgal. Der Angriff wird eigentlich auch relativ gut brechen. Auf ihn mit Gebäude. Außer Weg, ich muss die Truhe öffnen. Cool. Okay, ja. Aber diese Minimus, die haben es trotzdem irgendwie ganz schön in sich. Und ich versuche das ja immer wieder so aus der Sicht von so einem Casual Player jetzt zu betrachten, ne? Ich weiß, ich tue mich indirekt voll als irgendwie so ein Alpha Pro Gamer hier gerade positionieren, ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Nicht jeder ist irgendwie halbwegs so gut in solchen Spielen. Ne? Da stelle mir halt einfach vor, wie so unsere Streamer, die springen ja irgendwie auf jedes neue Highlight-Spiel, das rauskommt, ne? Und einige sitzen dann hier und kriegen dann die ganze Zeit voll bunt auf die Fresse, ne? Bei einigen Bossen. Also war bis jetzt der schwerste Boss. Ich überlege gerade. Die erste Form von Garuda fand ich eigentlich nicht so schwierig. Ich überlege gerade so. Benedikta war, hat es eigentlich schon in sich gehabt, fand ich. Hier hin habe ich gedacht. Ich meine, ich kann dich nicht einsammeln. Oder am Boden liegt. Aber vor am Boden. Hier geblieben. Nein, wo ziehst du hin? Jill, ich wollte schon sagen, wo bist du? Das wäre so ein typisches Spiel, wo irgendwie Leute irgendwie, ja, weiß nicht. So wie ein Dark Souls. Wir sind irgendwie ja 2 Stunden lang in einem Stream an einem Boss, ne? Und versuchen irgendwie, weil nicht zu leveln dazwischen oder so. Oh nein, ich schaffe es nicht mal annähernd die Hälfte des der AP von diesem Boss abzuziehen, ne? Dann mache ich nur. Ich spiele am besten die ganze Zeit weiter und versuche es die ganze Zeit weiter, ne? Das ist so eine Logik, die ich nicht verstehe, so Dark Souls spielen, ne? Deswegen bin ich auch nicht so ein guter Streamer, ne? Ich würde dann irgendwie den Stream beenden und dann sagen, okay, dieser Boss, da muss ich ein bisschen leveln, ne? Wenn wir am nächsten Mal weiterkommen, bevor ich jetzt irgendwie 5 Stunden dran sitze und gar keinen Fortschritt mache.
Da kommen so Leute, so Streamer, die spielen irgendwie so Souls-like-Spiele, ne? So, oh nein, ich schaffe es noch nicht mal irgendwie ein Viertel von dem Boss hier abzuziehen, ne? Das mache ich bloß, ja, anstatt irgendwie, weil nicht die Waffen irgendwie oder die Rüstung irgendwie so ein bisschen hoch zu leveln oder irgendwie ein bisschen zu leveln, ne? In Souls-Spiel, was ja auch Rollenspieler sind, ne? Ne. Ich gehe jetzt immer wieder in diesen Boss rein, bis ich den besiege, auch wenn das 5 Stunden. So eine Mentalität verstehe ich irgendwie nicht, ne? Und das hält mich halt davon ab, irgendwie ein guter Streamer zu sein wahrscheinlich, ne? Außerdem sitze ich in der Regel nicht so lange an irgendeinem während Boss fest. Okay, jetzt mal an. Dafür bin ich einfach zu gut. Ohne jetzt so versuchen zu flexen oder so, ne? Aber ja. Weiß nicht. Ja, da gehen wir später ran. Aber ich spiele auch ein bisschen gründlich, ne? Ich tue auch viel irgendwie, weil nicht so mich vorbereiten und leveln und so was alles, ne? Von daher. Das ist doch einer unserer Träger. Verhaften wir ihn? Nein, bitte nicht. Ich bin nicht der Träger, nach dem ihr sucht. Bist du der Stallmeister? Ich soll dir das hier bringen. Eine verschossene Kiste. Das ist für mich, genau. Ich verstehe aber nicht, warum es mir ein Träger bringt. Wo steckt der Tropf von einem Krämer? Er konnte nicht kommen. Sein Wagen ist umzingelt von wilden Schokobos. Ha. Das klingt nach ihm. Ich wette, der Wagen ist voll mit Gisakraut. Bestimmt überladen. Gisakraut? Ist das Futter von Schokobos? Schokobos sind verrückt danach. Wenn man das Zeug nicht gut verpackt, riechen sie es und kommen von überall her angelaufen. Allerdings und töten alles, was sie sehen können. Sein, besonders hierzulande. Nur nicht gierig werden. Das lernt unser Freund nun auf die harte Tour. Naja, ich habe meine Ware und nur das zählt. Richte deinem Herrn meine Grüße aus. Auftrag abgeschlossen. Ja, yeah. Blutige Haut und ein paar Reißzähne. Ich könnte mal aufhören, du Reißzähne zu geben. Kann ich mit dir sprechen? Nee. Gutes Mädchen, jetzt ruh dich erstmal aus. So, ich nehme jetzt mal nicht an, dass ich mit ihm noch mal reden muss, ne? Aber ich kann trotzdem noch mal zurückgehen, ne? Will ich mich an diesen Schnellreisepunkten eigentlich hochheilen? Weiß ich nicht, ne? Ich gehe trotzdem noch mal zu ihm zurück. Wie gesagt, er ist nicht mehr da. Ich will jetzt rennen. Das will ich übrigens nicht kontrollieren, das passiert automatisch. So, wie geht's, wie steht's? So, darf ich die Chocobos trotzdem abschlachten? Dachte, ich könnte mit dem Kraut stinkreich werden. Doch so stinke ich am Ende wohl einfach. Ha, witzig. Bitte lauf nicht vor mir. Ich mal passt genau wie in Final Fantasy 15, ne? Da habe ich immer so ein bisschen gestört im Final Fantasy 15, ne? Egal wie schnell du immer rennst, die denn 3 Teammitglieder, die rennen immer vor ein. Denkst du immer so, nein, ich bin der Hauptcharakter, ich gehe voraus. Aber nee, die rennen immer direkt irgendwie vor dir und neben dir und ach. Da habe ich so ein bisschen gestört, ne? Dann, wenn er noch ein paar Mal passieren würde, wäre okay, ne, aber das ist immer so. Wie geht's, wie steht's? Ich hab dich nicht gesehen, Kollege. Liegen bleiben! Der Vergleich zwischen den normalen Gegnern und den Bossen und Mini-Bossen, ne? Das ist wie Tag und Nacht. Ich glaube, mehr von der Story sehen wir ja nicht, ne? Ich werde jetzt hier noch den ganzen Ort hier noch auseinandernehmen, würde ich sagen, ne? Da waren bestimmt nur einige Bosse und so. Schon wieder reißen. Wofür brauche ich die überhaupt?
Ja, ich weiß nicht, wie ich schon davon ab. Aber hey, dafür kriegen wir wenigstens jetzt Skillpunkte ja für unsere diese Phönix-Technik, die ich haben will. Wald, Büsche. Ja, das ist ja so ein typisches Gebiet, was ich irgendwie so der Final Fantasy verstehe, ne? Hier so ein Grasland, so ein paar Monster. Vor allem wäre ich wieder in Ivalis. Wäre von Final Fantasy Tactics und Final Fantasy 12. Sagen wir mal ein bisschen öfter hier als normaler Kampfthema, würde ich sagen. Weil sonst sind wir irgendwie die ganze Zeit hier immerhin so wichtigeren, so Story-Missionen unterwegs, ne? Was aber irgendwie hier so, ja, ich habe dich gesehen. Jetzt sind wir so ein bisschen mehr in so ein random Gebiet, ne? In so ein random Zufallskampfgebiet, würde ich sagen. Gegner haben jedenfalls irgendwie so ein Zufallskampf-Feeling. So, hier ist irgendwie eine Sackgasse. Killer Bee. Ja, muss es. Da sind Erfahrungspunkte von zwei. Die müssen wir haben. Ich verstehe es nicht. Face, ja. Komm her. Die normalen Gegner ja voll am Mobben. Man greift auch den Boden an. Ich wollte diesen Finisher einsetzen. So, bleib liegen, Dusch. Schwarzes Blut. Ne, man, das wird schon irgendwie wichtig sein, ne? Die Materialien jetzt zu sammeln. Was hat der Pier des alten Nash? Machen wir die Angeln? Das sieht irgendwie aus wie so eine typische Angelstelle. Guck mal, da sieht man noch mal. Das war. Da rechts war ich noch nicht, ne? Das ist schon wieder das nächste von diesen Viechern. Da ist hier irgendwie was. Sieht irgendwie aus, könnte was sein. Na gut. Da kümmern wir uns um dieses große an, ne? Nein. Der ist ja riesig. Zum Weg schnell. Du lässt ja immer zu dir hinlocke. Auf die Knie. Ah. Ja, so ein cooler Angriff, ne? Einen Moment lang habe ich echt vergessen, wo nochmal der Ausweichknopf ist. Weil das Kreis drücken. Wahrscheinlich, weil ich gestern hier Star Wars gespielt habe zum ersten Mal. Das auf Kreis ausweichen, glaube ich, ne? Ich habe mir so gedacht, oh Gott.
auf die Knie. Oh Gott. Jetzt? Wenn ich einen von dieser von diesen Angriffen hier hochleveln würde, dann wären die wahrscheinlich schon längst tot, ne? Ja, mehr Schaden machen, ne? Kannst du aber auf jemand anderen loschargen? Boah. Der Hintern. Tap that butt. Okay. Hm. Ich würde sagen, wir tun noch hier das Gebiet hier erkunden. Ne? Ich weiß nicht, ob hier irgendwie noch was Story-Relevanz passiert. Ne? Das war im letzten Mal auch irgendwie so der Fall gewesen. Ne? Habe ich mir immer so gedacht, so ja, komm, machen wir hier ein bisschen noch und dann kam noch mehr Story und noch mehr Story, ne? Ja, geht schnell. So. Ah, wir sind ja, glaube ich, ja fertig fast, ne? Oh, ich hab den verpasst. Mittagessen. Jetzt reicht's. Ja, Nero tut hier die ganzen Antilopen mobben. Das ist halt der Kreislauf des Lebens, okay. So, ich muss hier so über die Brücke, ne? Also gehen wir mal da runter. Ja, guck mal, was da oben ist. Ja. Ist das schon Rosaria hier? Nee, ne? Ich gehe nach unten durch. Da waren Gegner, glaube ich, ne? Und ich glaube, da kommt man auch da irgendwie dahin. Nein. Nein, da werdet ihr nicht machen. Ihr werdet es nicht machen. Mann! Gefecht mal weg, fass mich nicht an. Vielleicht habe ich dieses Tattoo nur aus modischen Gründen. Ist ja doch gar nicht. Meiner. Oh. Ich habe gedacht, meiner. Ja, ich nehme an, das sollte man machen. Ne? Man sollte erst den einen Angriff machen und die Luft zu befördern. Dann machen wir diesen Schlitzangriff. Ne? Jemand so, das ist so die Kombi. Ne? Jetzt reicht's, Tisch. So, warte mal, da unten, da war ich auch noch nicht. Hm. Noch mehr Gegner. Ah. 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 Alter, gibt's da nicht. Gibt's doch nicht, Mann. Nee, wie lange. Ich muss die ganze Zeit meschen, damit der Angriff weitergeht, ne? Aber genau das macht diesen Angriff so klasse. Oh Gott. Oh, jetzt ein bisschen mehr aus. Nein. Ah. Vorsicht. Ich bin Feuer. In Final Fantasy spielen ist Feuer meistens anfällig gegen Eis. Also pass auf, wo du mit den Dingern dahin schießt, ne? Jetzt kann man auch hier hoch, ne? So. Was ist hier unten noch?
glaube nichts mehr, ne? Ich werde keinen Gegner hier verpassen, ne? Mächtige Erfahrungspunkte und Materialien und Geld und was weiß ich nicht alles, ne? Na, dann gehen wir mal da hoch. Ich habe Musik. Ich dachte, dass ich werde hier von so einem Baden oder so begrüßt. Noch wohl, noch wohl bekommen in Rosaria. Mir ist egal, was deine Herrin dir befiehlt. Dein Schwert lässt du gefälligst stecken. Aber natürlich, zwinker, zwinker. Was war das? Ob diese Martha uns wirklich helfen wird, das werden wir gleich wissen. Obelisk habe ich irgendwo aktiviert. Der Peiniger? Da. Also, war schon in Rosaria? Ich dachte, da wäre irgendwie so ein Schloss oder so. Nee. Lass einfach alles stehen, was nach Eastpool soll. Das bringen wir rüber, wenn die Brücke wieder geflickt ist. So, da müssen wir rein, ne? Also, wir können uns ja mal noch so ein bisschen umschauen. Hat das Ding hier schon immer geleuchtet? Alter, ich glaube, ich drehe gerade voll durch. Da fehlt eins. Mein Gott, sind eine Menge Kohlköpfe nebeneinander. Mehr Kristalle bekommen wir also als gleichberechtigte Provinz nicht. So viel dazu. So, wir schauen uns noch hier so ein ganz klein bisschen um. Ne? Guck mal, was ich hier schon wieder finde. Notenrolle Forevermore. Andere habe ich nicht mehr gelesen. Ich glaube, das ist ein neues Musikstück. Ne? Da können wir doch nicht hin. Habe ich mich jetzt geheilt oder nicht? Sehe ich überhaupt meine AP da oben? Nö. Ich kann jetzt im Versteck zurückgehen, vielleicht. Da heile ich mich bestimmt. Ne? Ja, könnte ich ja, wenn ich wollte, ausgeben. Oh, ey. Oh. Goblin Münze. Boah, ich dachte erst, da stand Goblin Mütze. Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zustechen. Komm doch zu mir rein. Nicht, dass es noch rostet. Gott. Ich zeig dir nur zu gerne, was meine Klinge so alles kann. Nach meinem Dienst. Aber ich dachte, der Typ würde irgendwie voll den Lahmspruch jetzt ablassen. So. Ja, ich bin ziemlich gut mit meinem Schwert. Mein Hauptmann sagt mir, ich bin gut mit meinem Schwert. Wenn du verstehst, was ich meine. Was? Hey. Was brauchst du? So, hey, du tust auch das gleiche Schwert verkaufen, was ich schon habe. Im Besitz null, das kann nicht sein. Oh, weil ich das schon hochgelevelt habe, deswegen. Ne? Hm. Das wird sehr verwirrend sein. Meteorstein, Mutterkappe. Notenrolle, The Founders Footsteps. Alter, ist das alles zu teuer? Pass auf dich auf, ja? Das heißt, wenn ich eine Waffe irgendwann mal aus Versehen verkaufe, dann kann ich die nie wieder kaufen, weil die mal nur einmal verkauft werden können. Rüppchen. Du weißt mal alles hier erkunden, bevor wir überhaupt hier hingehen sollen. Sieht schon wieder wie ein neues Gebiet hier aus. Ja, ist auch, glaube ich, ein neues Gebiet. Noch mehr zum Erkunden, Leute. Aber erst im nächsten Part. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier hin. Ne? Ich kann da irgendwie versuchen, so offscreen mir meine Waffen hochzuleveln. Ne? Ja, ist jetzt eigentlich nicht notwendig, finde ich. Na gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ne? In der nächsten Folge gucken wir uns mal Marthas Rast an, ne? Und gucken dann, wie es hier weitergeht, ne? Wie wir an Rosaria reinkommen und so, ne? Und ja,
dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.